Ja, und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Projekt The Evil Within, das erste DLC, was wir dazu spielen. Und zwar The Assignment. Wir gucken mal direkt rein und werden, glaube ich, auch direkt loslegen. Also, auf geht's. Sie existierten zusammen, aber sahen die Dinge auf ihre eigene Weise. Es ist, als fülle das Bewusstsein der Patienten die leeren Stellen aus und als erschaffe es so eine eigene Realität. Gehören Sie zu Morbius? Herr, ich habe meine Wahl getroffen. Okay, so wie es aussieht, Kapitel 1, der Schwur. So wie es aussieht, spielen wir die Kidmen. Und zwar ab dem Moment, wo wir mit dem, im Hauptgame, mit dem Krankenwagen eigentlich irgendeiner Brücke runtergefallen sind. Witzigerweise finde ich hier keine Brücke. So, dann wollen wir uns noch mal ein bisschen hier umschauen, was hier so... Kein Blut. Was hier so schön gibt. Aber sie hat recht, kein Blut, kein Nichts. Wo ist der Rest? Also wo ist Sebastian Castellanos? Plus der Fahrer, plus, wie hieß er? Den wir mitgenommen haben? Leslie! Okay, also Kidman ist, oh Gott, ausdauertechnisch genauso fit wie, olle Sebastian Castellanos. Nämlich gar nicht. Na gut, dann gehen wir mal diesen wunderschönen Fahrt. Der Unfall, ich war nicht allein. Wo sind sie alle hin? Ja, wo sind sie wohl hin? Und hier unten sind ein paar Spuren. Was haben wir hier? Okay, einfach Vogelhaus. Ja, folgen wir doch einfach mal den Spuren, weil macht ja irgendwie irgendwo Sinn. Aha. Also wir laufen den gleichen Weg lang wie in der Hauptstory. Nur gefühlt Ella? Also es ist... Okay. Es ist auf jeden Fall ein bisschen heller und wir haben jetzt einen Weg, der jetzt doch nicht ganz dem ähnelt, wie wir das bei Sebastian Castellanos hatten. Sondern wir müssen hier in so ein... in so eine Höhle? Ich muss hier weg. Alter, was ist denn da passiert? Ich wollte gerade noch sagen, von wegen, wir haben hier in der Höhle Leslie gehört und dann kommt hier Oscar, der Fahrer. Wir gehen einfach weiter. Auch wenn wir keine Waffen haben.
Und hier ganz komische Geräusche hören. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Über uns scheint auf jeden Fall Rambazamba zu sein. Gucken wir doch mal. KCPD, Strafakte. Anklagepunkte, Fall Nummer 4576564G7. Beschreibung, Eintrag gelöscht. Jugendstraftat. Fall Nummer blablabla, Eintrag gelöscht, Jugendstraftat. Eintrag gelöscht, Jugendstraftat, okay. Ja, wurden alle gelöscht. Hausfriedensbruch, Zerstörung von Eigentum. Schwerer Diebstahl, Annahme von Diebesgut, Lände, Alkohol. Okay, es sind verschiedene Akten hier. Beschreibung, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, Flucht vor Strafverfolgung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Angriff auf einen Polizeibeamten. Hä? Okay, also wir haben jetzt eine Strafakte gefunden. Von wem, wissen wir nicht. Einfach nur mit verschiedenen Fällen. Okay. Nehmen wir mal so hin. Ja, dann gehen wir da einfach mal so weiter. Riecht wie Blut. Alter. Okay, wir haben Flashbacks von Castellanos. Von unserem Hauptspieler. Okay. Also wir können einen Kick machen. Zur Verteidigung. Ich glaube nicht, dass wir hier lange alleine bleiben. Du sicherst hier. Okay. Alter, was ist denn hier los? Unmöglich. Ja. Hey, wo ist Joseph? Joseph? Ja, stimmt, Joseph hatten wir ja auch noch. Was ist denn los? Kick hier durch, du. Können wir hier durchrennen? Alter, was ist denn hier? Stop. Hier, komm. Einfach durch. Straight durch. Was passiert? Beruhige dich, Leslie. Okay, das ist Leslie. Leslie with us. Wie bitte? Kate, konzentrieren Sie sich. Und passen Sie gut auf. Das ist eine ernste Angelegenheit. Wie alles, was wir tun. Ich bin bereit. Das würde ich gern glauben, aber Worten müssen Taten folgen. Wie gesagt, Ihre Zielperson ist Leslie Withers. Er ist Patient in der Beacon Nervenklinik. Aber das ist nicht alles. Kurz gesagt, wir brauchen ihn für unser STEM-System. Ohne ihn ist unsere Forschung bedeutungslos. Ich verstehe nicht ganz. Uns gehört Beacon. Warum holen wir ihn nicht? Unsere Beziehung zu seinem Betreuer, Marcelo Jimenez, ist angespannt. Der Junge ist ein Druckmittel. Jimenez will einen STEM-Prototypen in Beacon aktivieren. Ohne Erlaubnis. Das können wir nicht zulassen. Machen Sie sich nichts vor. Es wird gefährlich. Kommen Sie. Gehen wir. Die Schwestern warten schon. Also, wir wissen leider noch nicht ganz genau, wer der Typ da vorne war. War das jetzt unser Auftraggeber? War das jetzt unser Chef? Wer war das? Aber okay. Gehen wir doch einfach mal rein. Wo sind wir? Warum sind die Gesichter alle verwaschen? Was ist das? Ist das hier ein Hauptquartier? Okay, wir gehen mal in die Lounge. Ich habe leider gerade auch wieder super aufgepasst. Mich gar nicht. Wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Ich gehe mal von aus, da wo es grün leuchtet. Bei den Escalators. Was auch immer die Escalators sind.
Da müssen wir hin. Das ist hier ganz schön strange, du. Was sind wir hier? Okay. Und hier kommen wir dann einfach so durch, oder wie? Alles klar. Okay. Dankeschön. Wenn Jimenez das System aktiviert, landen sie drin. Hoffentlich tut das nicht. Aber wir haben eine Infusion vorbereitet. Zum Schutz vor Kontaminierung. Wie eine Impfung? Zu meinem Schutz? Eher um sie zu verstecken. Wir haben Stem entwickelt, aber es gibt einen Geist im System. Etwas, das wir Ruvik nennen. Es will uns fernhalten. Die Infusion sollte sie etwas schützen. Okay. Also, die Infusion sollte uns etwas schützen. Na, das ist, da bin ich doch mal gespannt. Wie sich das hier so äußert. Warum gehe ich allein? Sie werden nicht allein sein. Ihr Team vom KPD begleitet Sie. Sie werden über Funk von einem Vorfall im Wegen hören. Alles ist genau vorbereitet. Aber deren Schicksal ist unerheblich. Was? Für die Mission müssen Opfer erbracht werden. Ernst? Für die Mission müssen Opfer erbracht werden, ja klar. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Loyalität nehmen wir sehr ernst. Vertrauen ist sehr kostbar in der heutigen Welt. Also frage ich nochmal. Gehören Sie zu Morbius? Ja. Ich habe meine Wahl getroffen. Jetzt müssen Ihren Worten Taten folgen. Zaudern Sie nicht. So, ich zähle jetzt rückwärts. Und wenn ich fertig bin, stelle ich Ihnen ein paar Fragen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Haben Sie sich schon mal von denen verlassen gefühlt, denen Sie trauen? Okay, wer auch immer Zwinkerauge war. Super, super. Ist auch super, dass wir hier gelandet sind. Super. Aus der Kanüle kam irgendwelches grünes Geglibber. Ich meine, ich weiß noch, bei dem Hauptgame war das grüne Geglibber, um unsere Stats zu verbessern. Jetzt nicht, haben wir das jetzt uns? I don't know. So, was war das für ein Typ gerade? Was war das? Hallo? Eine Taschenlampe. Nice.
Cool. Was ist hier los? Wo sind alle hin? Was? Okay. Also, wir haben eine Taschenlampe als Waffe. Nice. Wird uns bestimmt richtig gut helfen. Nämlich gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht können wir die ja mit unserem Lichtstrahl zu Tode blenden. Oder wir können uns einfach tolle Sachen hier so anschauen. Toi. Kommen wir hier durch? Was hat hier gerade so rumgeschrien? Also irgendwas war ja hier drinne und wurde auseinandergenommen. Alter, was ist denn mit dir passiert? Okay. Ja, komm, wir gehen weiter. Aber irgendwie will ich hier, glaube ich, nicht weiter, oder? Was macht sie denn jetzt? Klar. Easy. Die Kamera? Die Kamera hat sich gerade bewegt. Hallo? Hilfe! Hey! Was hat jetzt mit den Gesichtern auf sich? Also, sind wir nicht? Bin ich noch bewusstlos? Also kann ich nur diesen wunderschönen Lüftungsschacht hier lang rennen. Toll. Das war schon immer ein Traum von mir. Durch. Was ist denn durch solche Gänge hier? Alter, beruhigt euch. Bitte. Nein! Denn fucking, was ist denn jetzt? Die Tür ist offen! Was war das denn? Okay. Was zum... Also mit der Krankenschwester möchte ich mich nicht anlegen. Bin ich ehrlich. Hatte schöne Schuhe an. Wunderbare rote High Heels. Aber wenn ich das da sehe, habe ich gar keine Lust. Ja. Und ja. Ah. So, warum spielen wir eigentlich dieses Spiel? Weil jemand sich das gewünscht hat, sich das DLC dazu auch nochmal angucken zu wollen. Wunderbar, ich danke. Kann ich hier hochhüpfen? Was ist denn mit dir los? Das war jetzt aber nicht so schön. Nehmen? Was kann ich denn hier nehmen? Aha, Eintrag 231. Die psychischen Probleme der Subjekte behindern unsere Forschung. Mobius will statt Patienten aus Beacon stabilere Persönlichkeiten nutzen. Sie wollen Stem an die geplante Nutzung heranführen. Werden sie die Welt auf die gleiche Weise erleben? Übersteht ein gesunder Geist dieses psychisch fordernde Erlebnis? Ich hatte wieder diesen Traum. Ich habe mich mit dem Stem verbunden. Warum macht man das freiwillig? Ist ernsthaft? Deckung nutzen. C. In Deckung gehen. In Deckung bewegen. Um die Ecke spähen. Schön. Versteck dich hinter Ecken und unter niedrigen Objekten. Du kannst dich anwenden, entlang bewegen, um Ecken herumspähen und Gegner anlocken. Ich würde viel lieber eine Waffe haben wollen. Das wäre viel, viel, viel nicer. So, Gegner anlocken. Während du in der Deckung bist, kannst du Gegner rufen, um sie in die Richtung zu locken. Wo ist denn hier ein Gegner? Oh, da ist ein Gegner. Hey! Ja.
Das war nicht so gut. Das war nicht so clever. Aber wir haben es geschafft. Hey, du, ne? Bleib stehen, um deine Gesundheit vollständig wiederherzustellen. Das habe ich gerade alles nicht gelesen. Das war alles ein bisschen schnell, aber ist okay. Ist okay, ist okay. Ich kann mich hier überall verstecken. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir so gar nicht, gar nicht. Das heißt nichts Gutes. Das heißt einfach nichts Gutes. Aber wir werden es durchziehen. Auch wenn es nichts Gutes heißt. Okay. Okay, da ist jemand. Jetzt ist die große Frage. Muss ich jetzt in den Gang rein, wo der Typ steht? Oder muss ich einfach nur in das Zimmer da rein? Das wäre jetzt gut zu wissen. Weil noch sieht er mich nicht. Das heißt, ich kann ja hier eigentlich ins Zimmer rein. Eigentlich. Könnt ihr jetzt hier nochmal ein paar Sachen gucken, ob ich hier irgendwas Schönes finde? Nee, finde ich nicht. Wäre auch zu toll gewesen. Was ist denn, wenn ich jetzt den da hinschmeiße? Läuft er jetzt da lang? Das wäre super nice, wenn er jetzt da hinlaufen würde. Aber er macht's nicht. Das ist ein toller Typ. Super. Das ist richtig super. Jetzt ist die große Frage. Ich weiß, bei dem Hauptgame war das so, dass ich in den Nahkampf nie gehen konnte, weil ich konnte die Viecher nicht kaputt machen. Ja, außer sie lagen auf dem Boden. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, das werden wir jetzt mal austesten mit Kidman hier. Kann ich die facen? Achso, ich bin jetzt nicht. Okay, oder wir versuchen die zu umlaufen, meine ich. Ne? Es ist super stressig. Ich sag, wie es ist. Okay, laufen wir hier raus. Keiner hier. Da drüben ist eine grüne Tür. Grün heißt ja im... Ich will sie nicht anlocken. Okay, also probieren wir das mal anders aus. Wir werden uns jetzt hier hinter verstecken. Wir werden jetzt hier hinter irgendwie ein Geräusch machen. In der Hoffnung, dass sie dann hierher kommt. Hallo? Hier drüben! Kommst du? Damit habe ich dich ausgetrickst. Zwar mehr schlecht als recht, aber was willst du machen? Okay, cool. Das war jetzt aber... Hat ein bisschen gedauert, aber das habe ich auch hinbekommen. Könnten wir hier einfach die Dings ausmachen? Spähen? Warum späht ihr denn nicht? Als ob ich das nicht einfach wieder wegheben könnte. Was für ein Schwachsinn. So, Büroschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Mitarbeiter von Mobius. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Ja, das spricht auf jeden Fall für... dieses Unternehmen. Was mache ich jetzt mit dir? Kann ich dir einfach ins Gesicht treten? Okay. Nein, kann ich nicht. Okay, cool. So, gut. Verstecken wir uns jetzt hier drin, oder was? Ist das jetzt unser Way to... Als ob der uns nicht gesehen hätte. Das war die Krankenschwester mit den geilen roten Schuhen.
cool. Gegen die werden wir uns wahrscheinlich nicht so behaupten. Ich denke. Bin ich hier richtig? Kommt mir alles so falsch vor. Warum sollte ich jetzt in die Psychedelic Plant Office gehen? Ja, ist klar. Alter, irgendwas kommt doch hierher. Was ist das? Hallo? Leslie? Alter, ich habe jetzt... Oh Gott. Alter. Mir geht so ein bisschen die Muffe, wa? Warum bin ich hier? Und warum gibt es hier eine Rezeption? Kann ich hier speichern? Nein, kann ich nicht. Kann ich... Oh Mann, oh. Wer macht denn sowas? Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Was? Was? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Okay. Ja, wir hacken uns ins System. Währenddessen kommt jetzt bestimmt gleich eine Horde, sonst was hier. Analysiere Daten. Das war jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Problem. Ich hab ein Problem am Arsch. Und... Ja, als ob... Wo zum Teufel soll ich mich denn da bitte verstecken? Bleiben wir jetzt einfach mal hier. In der Hoffnung, dass uns das Vieh jetzt in Ruhe lässt. Weil, ist ja Stromausfall, oder? Oder funktioniert die Tür jetzt da? Kann ich jetzt da einfach durch? Leslie. Leslie. Okay. Okay. Was war das denn jetzt für ein Move? Das Ding hat sein Licht benutzt. Was? Lichtstrahl konzentrieren? Heißt es jetzt, ich kann Türen, die Wände sind, einfach mit einem konzentrierten Lichtstrahl öffnen? Also... Geht das? Aha, also überall, wo so ein Zeichen da dran ist, kann ich wahrscheinlich irgendwie was Special-mäßiges machen. Gut zu wissen. Das nenne ich ja mal Magic-Türen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, von wegen würde die Tür jetzt wieder zur Wand werden? Und warum bin ich jetzt hier reingegangen? Bin ich denn jetzt schon wieder? Was ist denn? Freunde, was ist denn mit euch verkehrt? Wenn das System aktiviert wird, hören Sie ein schrilles Pfeifen. Dann können wir Ihnen nicht mehr helfen. Was passiert dann mit mir? Ich kann nur sagen, es wird verstören. Aber Leslie wird mit Ihnen da drin sein. Sie müssen ihn finden. Das okay. War bevor ich... Leslie? Ist er wirklich hier? Also unser Hauptauftrag ist Leslie finden. Und wir sind schon eine ganze Weile hier, wenn ich mir hier so die Spinnenweben anschaue. Was ist, ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche Geräusche. Leslie ist hier. Ich muss zu ihm. Muss ihn als Erster erwischen.
Warum? Okay, also wir müssen zu Leslie. Wir müssen Leslie als erstes erwischen und... Da ist die Katze. Wir hätten hier einen Safe Point. Das wäre... Wäre gar nicht so verkehrt. Komm, speichern wir erstmal. Meow. Leslie ist hier? Da war doch gerade... Sag mal. Hallo? Da habe ich doch gerade Leslie gesehen hier. Also, was ist denn jetzt hier? Ich werde beobachtet. Okay. Hallo? Ist da wer? Joseph! Okay. Kein Joseph. Dann halt nicht. Joseph! Schade. Ich dachte, ich kann Scheiben eintreten. Das wäre richtig nice. Aber nein, ich mache den Kick des Todes nur woanders hin. Aha. Aber ich kann hier rein. Nee. Einfach nee. Na gut, dann klettern wir erstmal hier wieder raus. Gehen hier lang und gucken mal auf ihr Leslie. Finden. Hallo. Ist da wer? Wisst ihr, worüber ich mich freuen würde? Wenn ihr woanders hingehen könntet. Ja, dreh dich um. Ja, machst du gut, machst du das. Dankeschön. Hier gibt's ein Handy, richtig? Aha. Das war gar nicht so unklug, oder? Hallo. Tschüss. So, okay, cool. So, jetzt können wir nämlich hier einmal durchswipen. Swipe it out. Und weiter geht's. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das hier the right way to go ist. So. Ja, das war ja klar, ne? Dass wir da nicht durchkommen. Ach, das war ja wieder so klar. So klar, close, bro. Okay, jetzt müssen wir hier einmal außen rumlatschen. Da ist niemand. Da hätte jemand sein können. So, wir sind immer noch auf dem Weg zu Leslie. Eigentlich. Und eigentlich auch irgendwie nicht. Weil wir laufen... Vergessen Sie nie. Sie sind eine von uns. Okay. Ah, das ist ja wie Resident Evil Schattenrätsel hier, ey. Leco mio. Da muss ja erstmal einer drauf kommen, dass du das hier zusammen machen musst. Ah, cool. Coole Mechanik. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass die Taschenlampe keine Haltbarkeit hat. Ja, also müssten wir jetzt hier noch Batterien finden. Die Luft hier ist drückend. Wäre echt problematisch. Entschuldigung. Oh, es hat, ja, ist gerade ein bisschen in der Nase gekrabbelt. Also diese Technik, ich würde die auch gerne haben. Ne? Einfach so ein paar Sachen verschwinden lassen. Einfach so ein Zeichen drüber und die werden erst sichtbar, wenn ich mit so einer Taschenlampe einfach direkt drauf... Wäre schon geil. Könnte man echt einige Sachen verstecken.
Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig und wie ich's verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das so genau? Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und die sind fast erreicht. Wenn Sie uns nicht mehr weiterhelfen können, müssen wir jemanden finden, der es kann. Überstürzen wir nichts. Ich habe Tests mit unserer optischen Diagnose gemacht. Und ich muss Ihnen etwas zeigen. Bitte, kommen Sie. Der Projektor ist nebenan. Aha. Da kommt auf einmal die Tür wieder zum Vorschein. Super. Das ist doch mal super. Warum leuchtet das eigentlich hier so schön rot? Das irritiert mich. Ich würde gerne ein paar Knöpfe drücken wollen. Aber okay. Alles jetzt hier? Hallo? Hallo? Okay, was passiert hier? Was, Rubik? Okay. Rubik ist wieder weg. Was hat er sich da angeschaut? Kann ich da rein? Hallo? Nee? Nee? Okay. Okay, cool. Dass ich mich überall verstecken kann oder in Deckung gehen kann, irritiert mich echt böse. Was ist hier schon wieder los? Oh nein, ich will da nicht rauf. Da wird doch irgendeine Filmrolle wird doch sichtbar, wenn ich da meine Taschenlampe drauf klatsche, oder? Ich glaube, wir hatten bisher keinen Erfolg. Weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Wer will das? Das Video. Vor allen Dingen... Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Vor allen Dingen zu sagen, es ist eher so ein Hobbyprojekt. Was hat der für Hobbys? Was ist mit dem verkehrt? Ich mache als Hobby ein paar Experimente. Weil. Das ist ein Hobby von mir. Was? Ihr habt sie einfach nicht mehr alle. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STEM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit.
Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Ja, also kurz gesagt, Rurik. Ja, ist klar, wir werden ein produktives Gespräch führen. Nein. Was hab ich? Was war da denn? Was ist denn da jetzt gekommen? Hallo? Ist da wer? Hallo? Ey, nicht, dass jetzt die Tante hier mit dem Glubschauge kommt und den Stilettos, ey. Das wäre jetzt ja not so nice. Oder? Wer ist denn hier? Ist hier wer? Da hinten bewegt sich eine Tür. Hallo? Keiner da? Die anderen gehen auch gleich? Das ist die große Frage. Muss ich da durch oder muss ich hier durch? Ich mache erstmal die Tür auf. Damit ich in die andere Tür gar nicht mehr rein kann. Geil. Da hat er... Das lief ja mal semi-gut. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut. Aber hallo? Okay, lass uns einfach hier anhauen. Ja, ja, ja. Es gibt etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Hier, ich... Hallo, hallo, hallo. Ich bin hier. Da war Leslie vorhin. Sebastian. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Ja, geh doch einfach hinterher. Sag doch einfach, hallo, hier bin ich. Agentenstatus entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Agenten dadurch entlassen. Ich diesen Satz noch einmal hier, ey. Das ist ja... Okay, also, wir kommen da nicht durch, weil wir müssen dahin. Biometrics. Um uns wieder zu... einzustellen. Oder zumindest unsere Merkmale wieder so so zu aktivieren, dass wir Türen wieder öffnen können. Meine Güte. Lass mal Fahrstuhl fahren. Schöne Fahrstuhl. Diese Dinge werden Ihnen nicht real erscheinen. Aber lassen Sie sich nicht verwirren. Es dauert etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber Sie sind besser dran als die anderen. Und die anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie ihnen in die Quere, wissen Sie, was zu tun ist. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Ja, nee, ist klar. Die anderen sind entbehrlich. So sieht's mal aus. Eigentlich nicht, aber okay. Was war das jetzt? Was ist das? Bitte Subjekt Gesichts-, Hand- und Neuralprofil erstellen lassen. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Hä? Machen wir uns erstmal Gesichtsabdruck. Händeabdruck und alles Mögliche, was war. Gesichtsprofil erstellt. Gleicht inaktiven Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Warum sollte ich jetzt. Also muss ich jetzt hier reingehen? Oder kann ich einfach wieder zurück? Also. Hat sie jetzt mein Profil reaktiviert oder nicht? Ist da was drinne? Was ist das? Da scheint was drin zu sein. Ich weiß nur noch nicht was. Hatschi Pötchen rein da und gib ihm! Ah. Scan. Bitte während des gesamten Vorgangs stehen. Nee, ist klar! Ja, ist klar!
Profil erstellt. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autorisierung abzuschließen. Kann ich hier einfach rein? Nee, ist awesome. Vielleicht ist es blind? Also wenn es blind ist, dann... Okay, cool. Cool, cool, cool. Und dann kann ich hier einfach durchsneaken. Und muss nur darauf aufpassen, dass ich keine Geräusche mache. Also Geräusche ist dann halt blöd. Aber wenn blind, dann ist cool. Was ja nicht wiederum toll ist, sind die Glasscherben, die dann überall rumliegen, weil die... Weil das ist ja nicht so optimal, so wie... Moment, ist hinter mir noch? Nee, ne? Nee. Aber laufen die jetzt alle hier rein? Ja, sie laufen alle hier rein. Okay, 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 okay. Wir müssen also... Oh Gott, Gegner anlocken. Ja, ist doch okay. Gegner rufen. Wer will denn schon Gegner rufen? Locken wir sie einfach mal weg. Um jetzt den Generator anzumachen, oder was? Ist das richtig? Ja, okay. Ach, das stört die jetzt nicht, oder was? Wenn hier so ein Tor aufgeht? Das ist für die okay, oder wie? Okay, cool. Was ist denn mit euch los? Geht das? Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich in eine Sackgasse reingerannt bin. Ich bin in eine Besch... Obwohl. Ah, okay. Okay, 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 okay. Cool. So, okay, also wir haben jetzt die Jungs und Mädels haben wir soweit bereinigt. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ey, wie viele Sachen musst du denn machen, um dass das denn wieder alles seine Richtigkeit wieder hat? Neuralprofil erstellt. Ja. Profil entspricht entlassener Agentin Julie Kidman. Okay. Und? Entlassungsgrund, Befehlsverweigerung. Profil reaktiviert. Daten wurden zur Analyse an Mobius gesandt. Befehlsverweigerung? Das ergibt keinen Sinn. Egal. Kidman, Julie. Sie haben eine ganz schöne Akte, wie ich sehe. Sie haben während der Polizeiausbildung lesen gelernt. Ich bin beeindruckt. Sparen Sie sich bitte Ihre Sprüche. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich hier? Sie wurden festgenommen, Miss Kidman. Sie sind vorerst in Gewahrsam. Aber das ist offensichtlich, nicht wahr? Danach habe ich nicht gefragt. Das hier ist kein normaler Verhörraum. In der Untersuchungshaft gibt es keine gepolsterten Stühle. Keine aktuelle Adresse? Mit 14 auf sich allein gestellt? Von zu Hause abgehauen. Erstaunlich, dass Sie so lange durchgehalten haben, ohne einen Ausweg zu suchen. Wenn Sie wirklich so schlau sind, wie Sie tun, hätten Sie doch längst Ihr Leben umgekrempelt. Mir geht's ums Überleben. Sie meinen, ich bin sauer, weil ich erwischt wurde?
Im Knast bekomme ich kostenlos was zu essen. Kann ich mit leben. Was, wenn ich Ihnen sage, dass es ab heute anders sein könnte? Sie sind ein schlaues Mädchen, nichts zu verlieren, niemanden, der Sie vermisst. Jemandem mit solchen Eigenschaften könnten sich sehr interessante Möglichkeiten eröffnen. Wie meinen Sie das? Sie meinen, Sie wollen mir eine Art Freifahrtschein anbieten? Nicht ganz, aber etwas Ähnliches. Schießen Sie los. Warum? Jetzt müsste ich die Türen aufbekommen. Also, warum macht man sowas? Egal. Wir gucken jetzt weiter. Wo müssten wir denn hin? Aber ich müsste eigentlich wieder darüber. Also, oder? Ja, zum Fahrstuhl. Achso, deswegen kann ich mir jetzt den Dings holen. Dann kann ich da rüber jeeten. Und dann wieder zum Fahrstuhl, um dann wieder zurück zur Tür zu kommen. Zu Sebastian und zu Joseph zu gelangen. Aber jetzt können wir die Türen zumindest öffnen. Okay, also wir haben jetzt den Personalausweis. Ach nee, wir haben ja nicht den Personalausweis. Wir sind jetzt wieder im System registriert. Und können anscheinend jetzt dann auch wieder ganz normal. Also ich hoffe, wir haben uns so registriert, dass wir alle Türen öffnen können. Nicht, dass wir da wieder irgendwie zurück müssen und sagen, ja, wir brauchen noch den ultimativen Super-User-Admin-Zugriff. Sondern einfach, dass wir hier rein können. Genau. Oh nein. Oh nein, das sieht doch nicht gut aus. Das endet doch nicht gut. Können die uns jetzt da nicht sehen? Ja, sie können uns nicht da sehen. Super. Super. Jetzt lass mich raten. Jetzt müssen wir erstmal nach unten, damit wir den Fahrstuhl nehmen können. Wir müssen also quasi dieser wunderschönen Blutspur wieder nach unten folgen. Was ich immer nice finde. Da liegen ja auch nur ein paar Leichen. Klar, easy. Hör ein bisschen. Und was hat? Das hörte sich nicht gut an. Das hörte sich echt nicht gut an. STEM-Patienten verhalten sich unberechenbarer. Ihre Pathologien scheinen durch die Erfahrung verstärkt worden zu sein. Schlimmer noch, die Patienten scheinen die psychischen Traumata der anderen zu durchleben. Es ist, als würden die größten Ängste der Nutzer im Enzephalon des Systems zurückbleiben. Sogar wenn die Sitzung schon vorbei ist. Am bedenklichsten sind ihre neuesten Aussagen. Jeder Patient behauptet, eine vermummte Person gesehen zu haben, die sich langsam nähert. Könnte er das sein? Lebt sein Bewusstsein als Geist im System? Meine Neugier ist kaum auszuhalten. Ich will es wissen. Ich will sehen, was Sie sehen. Aber es ist zu riskant. Im Moment. Okay. Ich hab kein Schimmer, was hier vor sich geht. Und er sieht aus, als ob er mich hier gleich angreifen will. Der liegt doch nicht, oder? Hallo? Also ihr seht alle nicht mehr so nice aus. Die alle hier so eine Gravel-Attack drauf? Nee, nur die eine. Super. Genau die eine, die war super. Super. So, was mache ich jetzt hier wieder? Ja. Und ja, wenn ich hier so eine Versteckmöglichkeiten habe, dann wird es nicht so einfach sein, einfach nur den Fahrstuhl rufen, oder? Hallo? Kannst du dich da... Du kannst dich sonst überall verstecken, Fräulein. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektroversorgung wieder hergestellt ist. Oh nein. Energie wieder bei 20%. Bitte was?
Ich... Was? Energieversorgung wiederhergestellt. Auch okay. Wieder in Betrieb. Vielen Dank für Ihre Geduld. Danke. Geschafft. Unsere Einrichtung sauber zu halten. Okay. Ihre Unterstützung sichert eine angenehme Arbeitsumgebung. Okay. Eine angenehme Arbeitsumgebung, das ist doch mal super nice. So, sind wir jetzt endlich mal da, wo wir hinwollen, zu Joseph und Sebastian? Sebastian? Okay, also das war jetzt ziemlich anstrengend mit der Krankenschwester da unten, die einem die ganze Zeit da verfolgt hat. Und war ein bisschen frustrierend. Ah, Joseph. Warte, ich komme. Wo seid ihr? Hallo. Da seid ihr doch. Hey, Freunde. Hier bin ich. Ihr habt... Hallo? Hab mich nicht gerade gesehen? Doch da. Okay, das muss echt wirken. Detectives! Ich bin hier! Ich bin okay! Sebastian! Joseph! Mobius, du sollst also den Jungen holen. Und du traust ihnen? Belüg dich doch nicht. Du bist ebenso entbehrlich wie deine Partner. Und wie ich. Nach allem, was ich für sie getan habe. Mal sehen, wie loyal du bist, wenn du die Wahrheit kennst. Bist du okay? Wollen Sie lieber im Unklaren bleiben, weil das, was Sie erfahren könnten, Sie verstören wird. Joseph! Joseph! Scheiße, wo ist der hin? Okay, muss er eben allein zurechtkommen. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Finden. Das ist okay. Gut, haben wir denn noch irgendwas anderes? Okay, wir haben eine Flasche, wir haben eine Flashlight. Wow. So, eine Pistole? Munition? Irgendwas? Nope. Wir haben nichts. Also zwängen wir uns einfach natürlich unbewaffnet, wie wir sind. Dadurch. Und werden ganz viel Spaß haben. Alter, ist das... Ist das duster? Alter... Alter Falter, ist das duster? Okay, dann laufen wir mal. Oder so, oder? Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Rubik im Encephalon des STEM. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Okay, ja, ist klar. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Ja, also dir anscheinend. Rubik, er weiß, dass ich hier bin. Was war das? Hallo? Ja, er weiß, dass ich hier bin. Ja, und? Das ist, ist ja jetzt auch nicht wirklich schwer zu wissen. Was sind das für Fußstapfen da? Diese wunderbaren Unsichtbaren. Ah, lol. Okay. Ach du Scheiße. Okay, der ist unsichtbar, wenn ich ihn nicht mit der Taschenlampe anleuchte. Das sind die einzigen Viecher? Oh oh. Okay. Wir nehmen mal den hier. Okay, Schleichangriff.
Steuerungsinformationen. Leertaste. Schleichangriff beim Schleichen. Töte von Gegner. Bitte schnell mit der Axt. Die Axt ist anschließend unbrauchbar. Mit der Axt kannst du Gegner, die dich nicht bemerkt haben, blitzschnell von hinten töten. Schleichangriff funktionieren nicht bei allen Gegnern. Okay. Alter! Okay, damit haben wir ihm wirklich einen neuen Scheitel gezogen. Okay. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ohne dass wir hier was angeklatscht bekommen. Vielleicht verfolgt er uns ja nicht. Tut er wirklich nicht. Okay. Okay, also ich gehe mal von aus, wir müssen hier durch das Röhrchen hier durchkriechen. Ah, gut, dann gehen wir hier. Halt. Okay. War das jetzt gewollt? Hallo? Is anybody there? Oder nicht so? Ey, dass du die Viecher nicht siehst, ist super, super crazy. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe nicht sehr viel Hoffnung, dass wir sehr weit kommen. Was, Leslie? Leslie. Zirkus. Hey, jetzt habe ich auf einmal keine Munition mehr, ist klar. Aber sie steckt sie ein. Sehr gut, Frau. Sehr gut. Okay, 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 okay. Das ging ja einigermaßen. Wenn Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden. Das ist wohl wahr. Wenn Leslie hier unten ist, dann... So, nicht Leslie. Scheiße. Scheiße. Ja. Jetzt, wie gesagt, ich hatte jetzt echt ganz kurz gedacht, wo wir jetzt gelandet sind, dass das Leslie war. Aber, wie wir gesehen haben, war es nicht Leslie. Was ist mit den anderen? Wie gesagt. Und das sind irgendwelche Flashbacks anscheinend immer. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Wer da meint? Wer der Meinung ist? Der Doktor? Hey, Doktor. Doktore? Ah, hier haben wir eine Safe Point, eh? Gut, speichern wir erstmal. Den haben wir jetzt einmal kurz gespeichert. Damit wir, ein Backup haben. Ne? Man weiß ja nie, wie es so passiert, ne? Wie wer auch mal die erste Serie gesehen hat. Weiß, wir werden sehr oft sterben. Wir müssen anscheinend da drüben hin. Und da drüben hin. Also anscheinend immer da, wo es leuchtet. Sebastian! Was?
Kidman! Ich bin doch hier! Joseph, warte! Joseph. So, lass mich raten, ich bin hier nicht alleine. Ja. Wen überrascht? Was soll ich jetzt hier machen? Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Okay, kann ich jetzt hier auch wieder reinsetzen? Oder muss ich die hier reinsetzen? Alol. Aha. Was habe ich jetzt hier aufgemacht? Und warum habe ich jetzt hier was aufgemacht? Wer will denn hier freiwillig runterklettern? Also, klar, ich. Gibt es hier noch jemand anderen außer mich? Wahrscheinlich ja. Is it right? Dass wir hier sind? Warum sind wir hier? Also wir laufen erstmal hier nach oben und öffnen das Tor. Weil das wäre ja eigentlich der normale Gang gewesen. So, das Problem ist jetzt mit jedem Tor öffnen. Können uns natürlich was passieren, dass uns natürlich gleich unsichtbare Gegner dazu kommen. Vielleicht ist es auch gar nicht so clever, jetzt diese Tür hier zu öffnen. Ja, zumindest hört sich das so an. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich schon hier hin will. Oder ich hatte einfach verdammt viel Glück. Und ich würde es auch eventuell ein bisschen auf zurück tun. Also ich gehe jetzt auch den gleichen Weg wieder zurück, ne? Also bin ich ehrlich, weil nur das macht Sinn. In der Hoffnung, dass natürlich jetzt hier nicht irgendwie XYZ noch kommt. Vor allem, weil ich gerade noch was gesehen hatte, was aussah wie ein Problem. Aber... Nice! Was war das denn jetzt? Was ist hier? Haben wir es jetzt hinbekommen? Okay. Also, ein paar Versuche hat es gedauert. Ja, das ist, ist ja auch normal bei mir. Und, aber wir haben es jetzt irgendwie hinbekommen. Bin ich jetzt auch nicht so traurig drüber. Aber gut. Aha. Okay, ich musste gerade ein bisschen kurz umdenken. Soll ich mir das jetzt wirklich hier angucken? Also, ich muss ja, ne? Also, das ist ja nicht. Aber ich hab so ein bisschen Schiss. Ja, also hier scheint ja dann wahrscheinlich auch wieder so ein halber Endboss-Gegner-Fight-Kampf zu sein. Kann ich hier auch rein? Ja, okay, das ist abgeschlossen. Okay, okay, okay. That's closed. Das nicht. Okay. Ach du Scheiße. So. Kann ich nicht einfach diese Sicherung hier nehmen? Nicht. Oh oh. Rubik, ist das dein fucking Ernst? Warte mal, kann ich nicht eigentlich ihn da hinschmeißen?
What the fuck? What? Okay, warte mal, was anders. Jetzt ist die große Frage. Wart jetzt nur einer? Oder sind das mehrere? That's the question. So wie sich das anhört, sind das mehrere. Oh, schade, ich dachte, ich kann sie. Ah, ich kann sie nur einmal austricksen. Schade. Nehme ich so an. Ja, also. Okay, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich dachte, ich hätte einen Fixpoint. Easy. Große Frage, wenn ich jetzt alles so weit offen habe. Ist aber nett von euch. Dankeschön, danke. Hey, ist nicht nett von euch. Lass mich in Ruhe, Alter. So, wo ist Josef? Josef. Wir sind immer noch auf der Suche nach Josef. Und Leslie eigentlich. Und Josef ist ja hier irgendwo abgehauen und hat uns, zurückgelassen. Ich schätze mal, wir müssen jetzt hier runter. Josef, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Okay. Joseph ist da. So, ich guck mal, ob ich hier... Ja, guck mal hier. Joseph, ich hab's gefunden. Guck mal, hier ist eine Tür. Joseph? Hier ist eine Tür. Joseph! Oh, hier ist eine Katze. Miau. Oh, hier kann ich... Hier kann ich saven. Dann saven wir mal. Save. Machen wir einen auf Steve. Na gut, haben wir jetzt gesaved. Gesaved. Ja, aufstehen. Hallo? Ich weiß, die Katze möchte das nicht. Aber ich muss aufstehen. Ich möchte weitermachen. Wir wollen vorwärts kommen. Was war das? Gesundheit? Hat sich angehört, als ob da jemand gerade am Niesen ist. Oder? Hallo? Ist da wer? Ah, so rotes Licht ist immer super nice. Okay, geht's auf jeden Fall weiter. Hier scheint noch ein Geheimgang zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier eine Binary Notiz finden. Mal auf hier. Bitte was? Also ich bin der Meinung, ich muss hier die Symbole irgendwie nachmachen. Ich weiß leider noch nicht wie. Kann ich den hier irgendwie... Nee, okay. Gut, dann muss ich leider aufgeben. Ist das Rätsel zu schwer für mich? Bin ich ehrlich? Da ist es halt... zu schwer. Sie lassen sich verwirren. Ich habe sie davor gewarnt. Wo verdammt sind wir hier? Ich versteh's nicht. Was passiert hier?
Ruvik weiß, dass sie hier sind. Er nährt sich von ihnen. Aber es gibt wichtigere Probleme. Dieser Detective. Joseph ist kein Problem. Er hat nicht mal Verdacht geschöpft. Er ist entbehrlich. Wie deutlich muss ich werden? Beseitigen Sie ihn. Das ist ein Befehl. Joseph zu töten, wird mir nicht helfen, Leslie zu finden. Man kann ihm nicht trauen. Er wird sich gegen sie stellen. Wie alle, wenn sie erfahren, wonach sie suchen. Sie wurden gewarnt. Sie sind schwach, Kid. Und sie enttäuschen uns. Alles okay bei euch? Alles okay. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß, wer du bist. Du wirst ihn nicht bekommen. Du hättest seine Befehle befolgen sollen, Kid. Jetzt ich gegen Joseph kämpfen muss. Und in Stücke reißen. Alter Maul. Okay, es ist anscheinend nicht mehr Joseph, der mit uns da redet. Joseph! Komm und hol mich. Fick dich, Kidman! Na? Wo hat sich die kleine Kidman versteckt? Wo glaubst du, ist er, hä? Los, zeig dich! Hier! What? Scheiße! Da bist du ja! Warum zwingt ihr mich dazu? Verdammt, Joseph! Du hättest dich nicht einmischen sollen! Gibt es Taten, für die sie sich schämen? Okay. Wo sind wir jetzt? Moment mal. Das Haus. Nein, das kann nicht sein. Was denn? Also, was soll das für ein Haus sein? Ist das Haus vom Doktor? Miss Kidman, bitte erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Nächste Frage. Nein, wir haben dieses Gespräch schon zu lange hinausgezögert. Es ist wichtig, damit wir Sie besser verstehen. Sie haben sich nie um mich gekümmert. Ging immer nur um Ihre Kirche. War aber eher eine Sekte. Es war wie eine Strafe. Nichts, was ich getan habe, war gut genug für Sie. Wurden Sie misshandelt? Nein. Eher ignoriert. Als ich abgehauen bin, war Ihnen das egal. Sie haben nicht mal nach mir gesucht. Und Sie wollten nie zu Ihnen zurück? Doch. Ein paar Jahre später. Sie waren fort. Alle waren fort.
Es war, als wäre die ganze Stadt umgezogen. Ich hätte etwas empfinden sollen. Habe ich aber nicht. Und wie denken Sie jetzt darüber? Immer noch so. Sollen Sie doch verrotten. Aber es ist eigenartig. Es gab eine Statue in der Stadt. Ein Engel, der das Gesicht in die Hände gelegt hatte. Als ich klein war, dachte ich immer, er sei traurig. Jetzt glaube ich eher, dass selbst die Statue wusste, wie erbärmlich das Leben dort war. Ein schrecklicher Ort. Okay. Kidman hat anscheinend, ja, auch so ihre Probleme, ihre eigenen. Und wo sind wir? Das ist niemals das Dingensbummens vom, das Haus vom Doktor. What the fuck? Wo genau stecken wir? Also hier ist anscheinend diese Engelstatue, von der wir gerade gehört haben. Ja. Wo sie dachte, dass es, dass der Engel traurig sei. Was aber nicht ist. Ach, ist das der Friedhof? Nee. Oder? Leslie! 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 Was ist denn Leslie? Ja. Ja. Nachts schaute ich auf die Statue mitten in der Stadt. Ja. Sie schien um das vergeudete Leben an diesem Ort zu trauern. Ja. Und wo ist sie? Ja, okay. Okay, I guess. Wunderbar. Ich gehe mal von aus, da wo der Geknister herkommt, da muss ich hin. Scheinwerfer. Die Form des Scheinwerfers kommt dir merkwürdig bekannt vor. Er ist voller Fettspritzer und riecht nach Blut. So, das kann es ja jetzt aber nicht sein, dass ich jetzt einfach nur das Ding jetzt hier dahin bringe, ohne dass ich angegriffen werde. Das wäre nicht The Evil Within. Ja, also so einfach irgendwie such mal ein Lämmchen und bring es mal dahin. Finde ich jetzt sehr einfach. So, jetzt macht er das an. Und jetzt? Muss ich mich jetzt hier hinstellen? Okay. Anscheinend doch. What? This game is strange. It's strange. Und jetzt müssen wir hier runter. Okay. Weil hier Leslie runter ist, müssen wir jetzt anscheinend auch hier runter. Macht Sinn. Macht Sinn. Im Leben und in Gedanken suchen wir stets nach einem sicheren Ort, an den wir immer zurückkehren können. Wir erschaffen diesen Ort im Geist und fühlen uns von ihm angezogen. Sie hatten ein Zuhause, aber nun ist dieser Ort hier, bei uns. Okay, da vorne ist nochmal ein weiterer Save Point, den werden wir natürlich auch lila nutzen. Auch wenn hier die Leichen einfach liegen. Völlig in Ordnung. Und da hinten haben wir im Hintergrund einfach mal ein paar Witch Project Symbole. Ist gemütlich hier. Kann man machen. Könnte man auch sein lassen. Warum liegt hier was? Ruben hat keine Ahnung, was er getan hat. Aber es ist ihm auch egal. Typisch. Er hatte noch nie Angst vor Mobius. Der STEM-Prototyp funktioniert, aber nur, wenn Ruben angeschlossen ist. Er hat das System so angepasst, dass es nur mit seinem Hirnwellenmuster funktioniert. Ich habe ihn zu lange mit dem Ding allein gelassen. Ihm blind vertraut. Trotz meines Wissens kann ich das System jetzt nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann nicht einfach einen Knopf drücken. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Die wissen das auch. Aber dafür halte ich nicht den Kopf hin. Ich werde ihn die Sache in Ordnung bringen lassen. Ich will nicht wissen, was sie mit ihm machen, wenn er sich weigert. Ja, ich sag mal so, ich will nicht wissen, was er macht, wenn die ihn versuchen anzugreifen. Ja, also, muss man auch ganz klar sagen. So ein bisschen
mehr Kraft und mehr Power hat, glaube ich, der Ruvik. Die Glocke, sie zieht sie an. Das ist doch gut. Ist doch für uns bitte, jetzt. Lass es Leslie sein. Ich muss zu ihm, bevor diese Dinger ihn erwischen. Okay. Gut. Sicher? Nein! Ist es jetzt sicher? Nein, ist es eigentlich nicht, aber mach trotzdem das Tor auf, du Arsch. Ja? Verdammt, das war knapp. Er ist hier. Endlich habe ich dich gefunden. Bist du verletzt? Wird stärker. Kann nicht weg. Es wird alles gut, Leslie. Wie kriege ich uns nur hier raus? Kirche, bitte. Die Kirche. Bitte, Kirche. Okay, dann komm. Bleib bei mir. Ich beschütze dich. Kirche. Wie denn ohne Waffe? Immer wieder. Wie willst du ihn beschützen, ohne dass du eine Waffe hast? Ich glaube, dass Leslie eher dich beschützt, als dass du ihn beschützt, weil er... Was war das? Er ist da um einiges... cleverer? Leslie, bleib hier. Hier geblieben. Leslie! Nicht vorrennen. Okay. Ruvik! What? Okay. I guess. Okay, was sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier auf dem Friedhof. Oh, der Friedhof war nicht so gut. Ich kann mich dran erinnern, aber das war. Siehst du, Leslie, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ein kleines Stück. Ja. Und es war gar nicht so einfach, da hinzukommen, weil hier waren große Gegner. What? Ich dachte, ich weiß noch, dass ich mich hier verstecken musste. Ob ich hier gerade auch wieder was Neues finde. Wieder ein Gegenstand erhalten. Wieder ein Musikstück. Wieder was für den Soundtrack-Player. So, okay. Und hier waren nämlich Scheiße. Noch Wölfe. Soll das ein Witz sein? So ein unsichtbarer. Als ich 5 war, wurde unser Vieh von einer Seuche befallen und viele nahmen sich das Leben. Als ich 7 war, wandte Mutter sich der Kirche zu. Ihr Symbol brannte sich in Mutters Geist wie ein Brandmal. Als ich 14 war, ging ich fort und hinterließ nur eine Nachricht. Ich schrieb, ich wäre jetzt im Himmel. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir finden müssen. Geflügelte Statue. Diese Figur hat weit ausgebreitete Flügel und zeigt die wahre Form einer Statue auf dem Markt. Aha. Ich habe früh angefangen. Ich habe mich auf den Friedhof geschlichen, die Statuen geklaut und sie versteckt. Die Leute sollten sich für verflucht halten. Aber jeden Morgen waren sie wieder an ihrem Platz. Stierköpfige Statuette. Diese Figur hat den Schädel eines Stiers aus Kidmans Albträumen. Sie ist ein schlechtes Omen. Na, ist doch klar.
kreuztragende Statue. Diese Figur hält einen Kruzifix zwischen ihren Gehissen. Okay. Ich hatte genug. Als ich wusste, dass ich allein zurechtkomme, ging ich und schwor mir, nie zurückzukehren. So, kann ich jetzt die drei Dinger da einfach da einsetzen? Geht das? Du bekommst diese Statue. Als ich 5 war, das ist das mit dem Vieh. Okay, das müsste dann die da sein. Und dann müsste das die da sein, richtig? Komm, die Kirche ist da vorne. Das nice! Etwas sicherer. Dann machen wir auf hier. Ah, da muss ich gerade ein bisschen niesen. Hilfe! Hilfe! Ist jetzt nicht dein Ernst, du machst bitte nicht das Tor zu. Hallo? Das war jetzt aber auch ein Akt, ey. Und das eine Mal war es so unfair. Ich war eigentlich durch. Und wirklich, es hat Mühe gefehlt. Wirklich so ein Hauch von irgendwas. Kriegen. Kriegen. Sicher. Kriegen. 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 Ist schon gut. Ich bin da. Keiner wird dich kriegen. Du musst bei mir bleiben. Das geht nicht anders. Er ist hier! Ruvik, was willst du von mir? Von dir? Ich sorge nur dafür, dass du deinen Job machst. Sie wollen sicher keine beschädigte Ware. Genau wie ich. Zurück! Er kommt mit mir! Oh. Das hoffe ich. Du kennst die Folgen, falls du scheitern solltest. Deine Leute sind nicht die einzigen, die auf den Jungen zählen. Du brauchst ihn, um zu entkommen. Genau wie ich. Wir sind alle nur Spielfiguren. Entbehrliche Opfer. Sie haben mich getötet. Mich in Stücke gerissen und sich genommen, was sie brauchten. Ich werde vernichten, was sie kontrollieren wollen. Ruvik? Schluss! Lass ihn gehen! Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. Ich spüre einen Interessenkonflikt. Was genau war deine Mission? Glaubst du, ihre allsehenden Augen finden dich hier nicht? Sie haben dich beobachtet. Kid. Was tun sie da, Kid? Sie sollen den Jungen zu uns bringen. Nein! Das geht nicht! Wenn ich Leslie raushole, kommt Ruvik mit! Wir wissen nicht, wie mächtig er ist! Das kann ich nicht zulassen! Zu uns, aber sie sind nicht befugt, solche Entscheidungen zu treffen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel.
Sie werden uns den Mord. Laufen Sie ruhig weg, Kate. Sie können nicht entkommen. Wie jeden, der uns hintergeht, werden wir auch Sie erwischen. Kommen Sie zurück, Kate. Erledigen Sie Ihren Job. Phase, ich muss wegrennen, oder was? Hören Sie auf, wegzurennen. Ja, was soll ich denn machen? Nein, nicht! Rennen Sie weg von mir! Du hast mir ja gar keine andere Wahl, als wegzurennen. Okay, let's go! Okay, ich bin weg. Auf, um hier die Sachen zu verändern. Sie können nicht einfach machen, was sie wollen. Ja, sie aber tut er was. Nein. Nein. Jetzt hab ich in Ruhe. Zurück. Sie werden uns den Jungen bringen. Ja, nö, nee, einfach. Nö? Nee. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Ich kann ihn nicht trauen, nicht so. Nein, sie. Sie kommt mit uns. Ich bin verantwortlich für sie. Hey, Sepp, wir müssen reden. Du verlierst langsam die Kontrolle. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Weitere Experimente sind möglich. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Beacon. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Etwas voreilig mit der Waffe, Kit. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. The evil within the consequence. Nice! Damit haben wir das erste DSC abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und das nächste DSC wird folgen, meine Freunde. Wartet drauf. Bis dahin sag ich erstmal. Reingehauen.